Hey, wake up. Hallo Leute, grüße, hier spricht Francesc. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal auf unserem Clan-Channel kommentieren darf. Und ich kommentiere hier nicht nur irgendein 0815 Gameplay, sondern ein richtig geiles Spiel, ja. Das, was ihr da im Hintergrund seht, ist ein Herrschaft 6 gegen 6 Spiel auf der Map Defender. Erspielt wurde es von unserem lieben Pedi. Er hat hier mit der ARX gezockt und hat eine 70er Gunstreak gepackt, Leute. Eine 70er Gunstreak. Richtig geil, richtig krasses Gameplay. Jeder, der was die Waffe kennt und damit schon gespielt hat, weiß, wie schwierig das ist und vor allem, was man dafür gutes Aim braucht. Also, absoluten Respekt auch von meiner Seite, Pedi, hier. Gratulation, hast du wirklich super gemacht. Ich will dir jetzt auch nicht zu viel herumpushen, aber laut meinen Informationen ist das derzeit die höchste Gunstreak mit dieser Waffe. Ich glaube auch in diesem Spielmodus, ja. Also, ohne zu pushen, aber das kann man auch nicht unter den Tisch kehren. Das ist wirklich absolut krass und geil gemacht, ja. Dann wollte ich noch was ansprechen und zwar, ich bin jetzt vor ein paar Tagen einmal auf der Couch gelegen und habe ein bisschen gechillt und habe so nachgedacht. Ich bin ja schon ein bisschen älter, also ältere Generation. Und da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn, die Jugend und die Kinder von heute, was die eigentlich für Möglichkeiten haben. Also ich will da jetzt gar nicht diese Standardsachen wie früher war alles besser und so, aber es ist eigentlich ein Wahnsinn. Die Kinder und Jugendlichen heutzutage haben Handys, Computer, Playstation, iPads und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viele Medien und Möglichkeiten man heutzutage eigentlich hat. Wenn ich dann, also ich spreche das Thema jetzt deswegen an, weil ich mir da eigentlich so gedacht habe, das ist ein Wahnsinn, in meiner Kindheit hat es das alles nicht gegeben, also wie ich. Weiß nicht, da war ich 12 Jahre alt, da hat es gerade einmal die Nintendo-Konsole gegeben und Gameboy und das war's. Und Computer oder PCs konnten sich die wenigsten leisten, weil damals PC für Heimgebrauch, ich glaube, da war so in der Preisklasse um die 3000 Euro. Also, und vor allem konnte man damit auch nicht viel anfangen. Also da gab es nicht einmal noch Windows, sondern man hat dann auf DOS-Ebene gearbeitet und das war's. Spiele hat es gegeben, keine Ahnung, Pac-Man und irgendwelche Kung-Fu-Spiele, wo die Spieler alle gleich ausgesehen haben und total verpixelt waren. Die Grafik war noch schlimmer wie von Minecraft, aber es ist echt, echt faszinierend. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel, eigentlich das erste Spiel, was ich wirklich richtig gespielt habe, da war ich 15, glaube ich, 14, 15 auf dem PC meines Vaters, das war FIFA 94, ja, müsst ihr euch einmal vorstellen. Ich glaube, das Spiel, da waren die CDs auch noch nicht so populär. Das Spiel, das hat aus 10 Disketten bestanden, oder waren es 5, keine Ahnung, auf jeden Fall war das noch Disketten. Und auch da, die Spieler haben alle gleich ausgesehen, total verpixelt. Schlimmer als Minecraft, da gab es nur grüne Spieler und gelbe Spieler und da ist man so übers Spielfeld gelaufen und wenn man sich vor dem Tormann gestellt hat und der Tormann hat einen Ausschuss gemacht, ist der Ball am Spieler geflogen und dann gleich ins Tor rein und total verpackt und irgendwie witzig halt, aber ja, faszinierend, wie sich das Ganze einfach entwickelt, wenn man sich die Spiele heutzutage anschaut, die Grafiken und so, also ein Wahnsinn. Handys hat jeder heutzutage, jeder 10-Jährige oder 8-Jährige, keine Ahnung. Also ich habe mein erstes Handy mit 17 gehabt. Da haben die Handys gerade zu boomen begonnen. Vorher haben das nur Manager oder irgendwelche Firmenleute gehabt, beziehungsweise so Autotelefone im Auto in der Mittelkonsole mit Kabel und so. Also ein Wahnsinn. Naja, und mein erstes Handy war Philips Handy mit Schwarz-Weiß-Display, mit ausziehbarer Antenne. Ich habe damals eine Wertkarte gehabt und das war's. Also echt faszinierend, was heute schon gibt. Naja, will jetzt auch nicht so viel sprechen, ich wollte es mal ansprechen, weil es echt ein Wahnsinn ist, wie sich das Ganze so entwickelt und wenn man da so nachdenkt drüber, einfach Wahnsinn. Na gut Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem Commentary und
Gameplay war hoffentlich auch soweit in Ordnung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da, beziehungsweise abonniert, sonst würden wir uns freuen. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß, haut's rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Daniel Radcliffe, also der Schauspieler von Harry Potter, wie alt war der da? War der vielleicht 10 Jahre oder so grob geschätzt? Und beim letzten, oder vielleicht sogar jünger oder ein bisschen älter, und beim letzten Teil dann irgendwie so 20 oder so, oder 18 vielleicht? Also der hat eigentlich seine ganze Kindheit mit dem...